Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar von der RP-Projekt, leider ohne den Herrn Seidebacher. Der ist kurz unterwegs, aber wir machen da jetzt einen weiter. Jo, ich habe mir gedacht, wir schauen mal so durch die Gegend, was wir so zu machen haben. Jo, dann schauen wir mal. Gehen wir mal runter zu den Herrn Kirsch, warum rufen wir den Willkommen mal an? Auf den Mond. Ring, 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 ring. Lohnunternehmen Kirschbaum, guten Tag. Ja, grüß dich. Da ist der Herr Vogel. Ah, hallo Herr Vogel. Und zwar, was kann ich für Sie tun? Ich hätte eine Frage. Gerne. Hätten Sie irgendwas, was ich Ihnen helfen könnte? Weil ich habe nichts zu tun aktuell. Oh, da kommen Sie mir ja sehr gelegen. Und sonst müssen Sie nicht stehen sammeln. Ein Feld mit Mais und Gras und diesen, also zumindest das Feld mit Gras ist jetzt mähbereit und nur mit meinem Mitarbeiter das mähen, das dauert ja Ewigkeiten. Da brauchen wir eigentlich generell noch eine Hilfe, vor allem beim Abfahren. Jo, wo muss sie denn hinkommen? Also, ich nehme an, Sie haben keine Mähwerke? Na. Ja, dann müssten Sie einmal zu unserem Lohnunternehmenshof kommen, da sich dann das Equipment holen. Wo wäre denn der genau? Der wäre in der Nähe vom Feld 37, in der Nähe auch vom Holzverkauf. Rechts unten. Ah, ich sehe schon. Ich bin auf dem Weg, gell? Bis gleich. Mhm. Ja, ja. So, schauen wir mal, wo der Kollege unterwegs ist. Bisschen viel schlaglicher heute, aber es geht schon. Ah, da sehe ich schon. Da sehe ich schon, da steht ein schöner Dolz. So. Wo ist denn der Kollege da? Wer da ist kommen? Schauen wir mal. Irgendwas her, ey, da. Ah, da vorhin kommt er, ja. Männer, das ist mit dem Glas. Mädchen. Schaut schon kamot aus, das Teil, ne? So, Herr Vogel. Ich grüße Sie. Ja, Sie waren ja ganz schön schnell hier, ne? Also ja. Der Traktor, der Mähdrescher, der ist, kann nicht so schnell. Ja. Ja, also wir haben ja gerade einen Deutsch-Traktor frei, sehe ich. Den würde ich Ihnen dann auch geben. Mhm. Mähwerk sollte dann... Da hinten beim Ding steht's. Ja, da hinten steht's. Und hier drinnen ist auch noch ein Front-Mähwerk-Ansatz, Aufsatz. Ja. Der steht hier in der Halle, müssen Sie ein bisschen sich das zusammensuchen. Und die Wiese Nummer 40 war das. Ja, ich kuppel am Laden und dann schau ich mal. Jo. Ja, da drin steht's so. Ich würde Ihnen empfehlen, erst da reinzufahren, weil mit dem. Ja, ich wollte nur umdrehen, weil ja, das ja. Kuppel ich vorne an. Alles gut. Sonst komme ich nicht mehr rein, da, wenn ich das andere hinten oben habe. In der Zeit mal unseren schönen Drescher so. So. Feld 40 haben sie gesagt. Genau, Feld 40. Das ist jetzt. Feld 40. Ah, da oben sehe ich schon.
Ja, ich würde dann da gleich auch mit einem Schwader nachkommen. Passt. Ich fahr mal vor, gell? Machen Sie das. Sie können auch schon anfangen. Jo, bis gleich. So, schau mal, wie das wird heute, du. Prima, klar. Schöner Deiz da. Werde ich gleich schön vorstellen, was das für ein Modell ist und so weiter. Sonst fragen wir dann nicht Lohnunternehmer, was er für Ausschottung gewählt hat. Jo, dann schaffen wir das schon. Oha. Das soll ich jetzt auch mal machen. Entschuldigung. Der Lohnunternehmer nichts in der Leitung. Ah, da, ja, Entschuldigung, ja. Feld 40 haben Sie gesagt, gell? Genau, das ist ein bisschen größer. Jo. Passt, mach mal. Ich glaube nicht. Oder haben sie mir keinen Ding-Status gegeben? Den haben sie, den haben sie. Machen Sie mal hier kurz einen Moment Break, bitte. Jetzt sind wir beim richtigen Arbeiten, jetzt gehen wir weiter. So.
Herr Vogel? Ja? Ja, hier aus dem Punkt. Ich bin jetzt auch direkt vom Feld angekommen, oder? Ja. Oder? Und Sie, wie ich sehe, sind Sie noch gerade bei den Wehen. Ich wollte nur sagen, ich stehe jetzt hier gleich bereit und kann gleich anzuschwadern, sobald Sie noch eine Runde gefahren sind oder sowas. Ja. Nochmal so. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst so gerne ein Abo und ein Like da. Schaut beim Herrn Kollegen vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.